Hey ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zu der neuen Projekt auf meinem Kanal Ender Kids. Oh yeah! Ja, Ender Kids ist eine Ender Games Serie, die ich gestartet habe, da ich denke, dass das eine coole Serie wird und ich liebe Ender Games, auch wenn ich vielleicht nicht der Beste in Ender Games bin, aber ich liebe Ender Games und meine Liebe zu Ender Games geht einfach nicht verloren. Und ich wollte es ein bisschen anders machen, also beziehungsweise ich wollte auch die Kids vorstellen, aber ich habe einen anderen Namen gegeben. Yeah! Das ist so eine richtige China-Produktion, so. Wir stellen irgendwas billiger her und nennen es dann um. Ja, das ist eben dann Ender Kids und wir haben den Bogenschützen, der kann Gegner einen Headshot verpassen und damit sterben die Instants, sofern sie noch keinen Helm aufhaben und in 4 Sekunden geht los. 3, 2, 1 und go! Und ich habe direkt 5 Eisen bekommen und ganz, ganz viel Loot. Perfekt, Leute, perfekt! Okay, Leute, das wird jetzt richtig gut. Ich hoffe es zumindest, weil wenn ich jetzt Holz habe. Da ist jetzt gerade was aufgeploppt hier im Fenster. Es tut mir voll leid. Ey, wenn die Runde jetzt nichts wird, ja, dann bin ich einfach nur schlecht. Weil jetzt. Alter, ich kann mir. Alter. Oh mein fucking Gott. So. Und dann machen wir das jetzt so. Guckt mal. Ich mache hier jetzt sowas. Dann mache ich hier sowas. Und dann mache ich hier sowas. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, so wie ich das hier gemacht habe. Und ich wette mit dir, der möchte mich jetzt sofort killen. Und ja, yeah, wir haben ihn down. Ja, und den haben wir auch noch down. Yes, läuft bei uns. Scheiße, ein Eisen noch, dann könnten wir uns eine Rüstung machen. Ah, Leute, ich will mich nicht beschweren. Ich gucke jetzt mal da runter. Nein! Oh, ich dachte, hier wäre gerade jemand gewesen. Deswegen habe ich mich jetzt so ein bisschen erschreckt. Aber das ist nicht so schlimm. Und wir haben 2 Eisen gefunden und das ist unser Traum. Bitte, habe ich irgendwas zu essen? Oh mein Gott, ich habe was zu essen. Das ist ja echt hier ein Traum. Nein, 13 Blöcke. Nein, ich wurde jetzt nicht wegteleportiert von meiner schönen Bank. Das kann es doch nicht sein. Okay, ich habe leider, wenn ich jetzt in den Kampf gehe, dann bin ich zwar verletzt, aber ich ziehe das dann trotzdem durch. Ich habe hier sowieso eine Werkbank. Ich habe echt Angst jetzt. Okay. So, und den haben wir totgeschnetzelt. Mal gucken, was wir hier nicht so brauchen. Die Hose wäre eigentlich ganz nice. Sonst hatte der eh keine guten Sachen dabei. Ich stelle mal kurz die Werkbank hier hin. Dann könnte ich mir hier jetzt auch eine Diamanthose machen. Leute, ich bin glücklich. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt nämlich gerade nicht mal, Leute, ich nehme jetzt gerade nicht mal mit meinem üblichen Programm auf, sondern ich nehme gerade mit Camtasia auf, weil ich das einfach mal testen wollte, wie das so ist. Und dann habe ich davor 20 Millionen Mal versucht, irgendeine gute Runde hinzubekommen und jetzt bin ich schon so gut.
jetzt verrecke ich aber schon halt. Wir sind eigentlich würde ich jetzt mal so schwer behaupten, dass wir kampfbereit sind. Wir haben 2 Rüstungspunkte fehlen uns. Gut, wir können noch immer Kisten suchen für ein paar Dias, aber ich meine, hallo, wir sind so gut ausgerüstet. Yeah. Okay, da hinten schießt also jemand auf uns. Der sneakt. So, den haben wir auch down. Der hat ein schönes Schwert für uns gedroppt. Oh, und was zu essen. Aber sonst hatte der nichts Gutes dabei, was ich sonst noch so, glaube ich, brauchen könnte. Ein bisschen Essen hatte der halt dabei. Das war eigentlich sonst ganz nice. Aber die Runde, würde ich sagen, bisher läuft. Okay. Und wenn ich dann wegen der Scheiße verrecke, dann bin ich echt sauer. Schnell essen, meine Freunde. Ja, ich habe eine Kapuze auf. Und werden sich jetzt viele so fragen, wieso hast du eine Kapuze auf? Und ich kann dann nur sagen, der Friseur hat mich verschnitten. Also, sie hat mich nicht verschnitten, aber es sieht ein bisschen, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, ein bisschen komisch aus. Sie hat es einfach ein bisschen zu kurz geschnitten, aber sonst ist es nicht so schlimm. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen auf den Kampf konzentrieren. Den verzauberten Bogen. Oh, ich sollte halt schon. Oh, so. Das Fleisch hier schmeckt so gut. Ihr schmeckt so gut. Einen Bogen verzauber ich. Und die Dierhose verzauber ich. Bitte werde ich jetzt nicht reportet. Explosionsschutz? Alter, wenn hier ein Bomber dabei ist, dann kann er sich mal nach Hause zurückverziehen in sein Leben. Das würde ich jetzt sagen, verzauber ich auch noch. Ja, Haltbarkeit und schusssicher. Was ist denn hier los? Den Helm hätte ich eigentlich gerne noch verzaubert. Aber ich glaube, ich werde jetzt geportet. Nein! Ja. Und Schutz und wieso sind plötzlich... ich habe dem gerade sein Schwert weggesnackt. Das tut mir jetzt echt leid für den. Also der tut mir jetzt gerade echt mega leid. Aber das Schicksal war jetzt nicht so mit ihm. Aber ich glaube, das hier würde besser so passen. Aber es ist besser. Oh, Dias sind immer gut. Dias sind für mein Leben gut. Ich muss wieder was essen, sonst sterbe ich. 87 Blöcke. Dann würde ich einfach mal sagen. Oh, das hat jetzt nicht sehr viel gebracht hier. Moment, ich möchte das löschen. Hä? Wie lösche ich das denn? Ich könnte einen Block in die Mitte stellen, wenn ich einen Block hätte, den ich dann nicht mehr brauche. Ich nehme den hier. Ja, so. So ist das Leben in Ordnung. Den Wassereimer bräuchten wir hier. Hat da jetzt jemand einen Wassereimer uns genommen? Nee. Also 86 Blöcke sind wir hier entfernt. Von dem 72, 66, wir sind noch nicht im Halbfinale. Also ins Halbfinale würde ich schon gerne kommen. Ich hoffe, dass Camtasia das jetzt auch komplett aufnimmt, weil das sollte eigentlich eine Testaufnahme werden. Und dann wird es gleich so eine geile Runde. Also sorry Leute, aber ich zerpick hier gerade alles. Und ich sollte jetzt eigentlich auch nicht aber so groß reden, weil dann, genau dann, verreckt man meistens. Wenn man zuerst so denkt, so yeah, babu, 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 und dann ist man eigentlich nur der Chavo. So, die Pfeile nehme ich mir, diese TNT-Sachen, nehme ich mir, obwohl sie mir im Prinzip, muss ich ehrlich gesagt sagen, bringt sie mir nichts, weil ich bin ja kein Bomber. Aber
Moment, der hat doch keinen Helm auf, oder? Dann kann ich dem ja einen Headshot geben, oder? Alter? Jetzt frisst er. Moment. Yes, Baby. Den haben wir jetzt auch noch kaputt gemacht. Jetzt bin ich der King. Hä? Ist der das zweimal? Der hatte doch jetzt einen komplett gleichen Skin wie der, oder? Wo ist der denn jetzt? Das ist ein Hai oder so, glaube ich. Der tummelt sich nämlich auch only im Wasser. Der hat aber auch keinen Helm. Wenn ich den vielleicht da treffen könnte. Nein! Habe ich auch noch mit ihm getauscht. Jetzt könnte er aber angreifen. Aber er macht es nicht. Na gut, sein Problem. Och Leute, das kann es nicht sein, dass die Leute immer weglaufen müssen. Immer, immer, immer. Das ist gemein, sowas. Solche Runden mag ich auch nicht so gerne, weil, also für mich zum Spielen, also zum Hochladen, nehme ich die trotzdem. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das so unbedingt aussortieren muss, so, da musste ich viel suchen, das nehme ich jetzt nicht. Weil für mich ist auch gut, wenn ich jetzt mal so weit komme, immerhin bin ich jetzt hier im Finale, sage ich jetzt mal. Aber der will eine Falle bauen und das weiß ich und deswegen muss ich jetzt einmal kurz warten und einfach nur stehen bleiben. Ach, schaut mal, was ich gesehen habe, meine Freunde. Ich habe die komplette Tierrüstung. Puh, 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 puh. Nein! Und ich hüpfe da jetzt noch auch runter und ich habe dir gesehen, ich wollte da jetzt Wasser platzieren. Aber trotzdem muss ich schreiben GG. Obwohl es Fallenbauen waren. Ich finde ja immer so, wenn man das Kit dafür hat, dann kann man gerne eine Falle bauen. Zum Beispiel, Kits, die keinen Fallschaden haben, zum Beispiel das Stampfer-Kit ist ein sehr gutes Fallen-Kit. Aus dem Grund, da man da auch auf die Leute draufhüpfen kann und die dann Fallschaden bekommen und du null Fallschaden bekommst, da wäre das Stampfer-Kit sehr gut. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht der, sagen wir mal, Fallenbauer. Ich mag es lieber so PvP-mäßig. Aber gut, wenn es Leute nötig haben, Fallen zu bauen, also nichts gegen Leute, die Fallen bauen, aber wie gesagt, wenn Leute halt nicht draufkloppen wollen und Fallen bauen, das natürlich auch wirklich sehr nützlich ist, wie ihr gerade gesehen habt, der hat das jetzt ganz schlau gemacht, der hat das jetzt einfach angezündet und hat einfach gewartet, bis ich komme. Erstens, ich kann nicht oben stehen bleiben, weil ich dann sowieso verbrenne und ich wollte eigentlich ja, ich hätte eigentlich den Wassereimer oben platzieren auch können. Und dann wäre ich auch nicht verbrannt, aber ich war irgendwie so total in Panik, dass ich runtergesprungen bin und ich so, oh, scheiße, wo ist der Wasser einmal? Und dann bin ich gestorben. Aber gut, Leute, wenn euch die Runde gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, eine positive Bewertung abgeben, mir in die Kommentare schreiben, wie ihr Enderkit so findet. Und ja, ich bin ganz so glücklich, dass ich so eine coole Runde hatte. Ja, und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann morgen mit dem nächsten Kit. Bis dahin, macht's gut und ciao.